Das Thema von heute ist, wie sind die Verse zu verstehen im Koran, wo Allah darüber spricht, dass er über seinem Thron ist. Wie sind diese Verse zu verstehen im Lichte der Verse, die Allah, die jede Ähnlichkeit Allahs mit seiner Schöpfung negieren. Wie sind die zu verstehen? Das heißt, das Thema ist nicht, ist Allah wie ein Mensch oder ist Allah der Schöpfung gleich? Weil das wird behauptet, dass wir sagen würden, Allah ähnelt der Schöpfung, Allah ist ein Fleischklops, der irgendwo im Himmel sitzt. Und das ist eine Lüge, ist das. Sondern wir sagen ganz klar, Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithli shay. Nichts und niemandem ähnelt er. Aber wie habe ich den Vers zu verstehen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ar-Rahmanu al-Arshistawa, der Allah-Barmer ist über den Thron. Sure 20, Vers 5 und an sechs anderen Stellen im Koran. Oder Sure 70, Vers 4. Engel und der Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der 50.000 Jahre nach eurem Ermessen misst. Oder Sure 67, Vers 16 und 17, wo Allah sagt, seid ihr sicher vor dem, der im Himmel ist? Oder seid ihr sicher vor dem, der über dem Himmel ist? Oder Sure 16, Vers 15, Yachafuna Rabbahum min Fokihim, sie fürchten ihren Herrn, der über ihnen ist. Oder Sure 35, Vers 10, Ilehi yas'adul kalimut tayyibu, zu ihm steigt das gute Wort empor. Oder Sure 3, Vers 55, Ya Isa, inni mutawafika rafiuka ilay, o Isa, ich werde dich abrufen und zu mir emporheben. Oder Sure 4, Vers 159, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bel raf'ullahu ilay. Oder der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: "Lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabihi wa 'indahu fawqal 'arsh." Als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb er in ein Buch, das bei ihm über den Thron ist. Was immer gerne gradiert wird von den Leuten. "Indahu", bei ihm. Oder der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu der Jariya sagt: "Ein Allah, wo ist Allah?" Wenn du diese Leute fragst, was sagen sie? "A'udhu billah." Diese Frage ist nicht erlaubt. Da frage ich, wer ist denn jetzt aus Sunnah? Die Leute, die sagen, die Frage, ein Allah ist erlaubt? Oder die Leute, die sagen, die Frage ist nicht erlaubt? Der Prophet hat gesagt, ein Allah. Und wie hat die Jariya erlaubt? Fisama. Was sagen sie dazu? A'udhu billah, das ist Kuffer. Wer folgt dem Propheten? Wer ist auf der Sunnah? Über dem Himmel. Wo? Ganz klar. Isra al-Miraj, der Prophet sallam geht hoch in den obersten Himmel. Er kommt runter zu Musa, sechster Himmel. Er sagt, Irji ila Rabbik, kehre zurück zu deinem Herrn. Irji ila Rabbik, kehre zurück zu deinem Herrn. Wo ist er danach hingegangen? Nach unten oder nach oben? Nach oben, zu seinem Herrn. Und viele andere Beispiele. Wie ist das zu verstehen so? Und ich muss sagen, ich habe jetzt in diesem Thema sehr viel gelernt. Alhamdulillah. Und ich wusste es eigentlich vorher schon, Allah ist der Einzige, der Recht leitet. Wir leiten nicht recht, Allah leitet recht. Und ich habe wirklich gesehen, wer die Wahrheit nicht will, der wird sie nicht sehen. Und ich bitte jedem, das Handy, die Handys auszumachen. Das heißt, wer die Wahrheit nicht will, wird sie nicht sehen. Weil wenn ich sehe, dass Leute so tun, als wenn wir vor der Dings weggelaufen wären, und er sieht diese ganzen Videos, und er kann sich das alles zusammensetzen und sieht die Wahrheit, dann weiß ich, dieser Mensch, es kann nur sein, dass Allah sein Herz blind gemacht hat. Wenn er sieht, dass die Leute sich einen Tag vor der Debatte melden und dann sagen, wir wären geflohen, das kann nur jemand machen, dem Allah das Herz blind gemacht hat wegen seinen Sünden, der die Wahrheit nicht sehen will. So. Also das heißt, wir leiden nicht recht. Man muss die Wahrheit sehen wollen. Deswegen auch für jeden hier. Man muss die Wahrheit sehen wollen, denn die Wahrheit ist klar und deutlich. Dann. Ich denke, ich kann heute über das Thema gut reden, aus folgenden Gründen. Erstens, ich bin damals in den Islam reingekommen und ich habe keine Familienbeziehung, weil viele Leute, die in dieser Gruppe sind, gehören zu einem bestimmten Familienclan. Und man ist von vornherein unter Druck, wie damals bei den Quraysh, du musst diesen Glauben haben. Du wirst von vornherein manipuliert, das ist falsch, das sind die großen Feinde. Das heißt, der will die Wahrheit aus diesem Grunde nicht sehen. Aber ich war nicht Muslim. Ich komme in den Islam rein, sehe die Gruppe. Ich gucke, ja, was stimmt mit Koran und Sunna überein? Zweiter Grund, ich bin nicht in den Islam eingetreten durch irgendeine bestimmte Person, wo ich dann zwangsläufig in derselben Gruppe lande wie diese Person, sondern ich habe es von außen gesehen. Ich bin durch Lektüre in den Islam eingetreten. Ich habe gelesen, die Bücher gelesen.
Ich habe, bevor ich den Islam eingetreten bin, habe ich den Koran dreimal gelesen und Bukhari komplett durchgelesen. Und die Sira Nabawiyyah von Ibn Ishaq komplett durchgelesen. Und die ersten zwei Jahre, wo ich Muslim bin, im ersten Jahr habe ich Bukhari komplett durchgelesen, im zweiten Jahr habe ich Sahih Muslim komplett durchgelesen auf Englisch. Damit will ich mich nicht selber loben, sondern ich will damit darauf aufmerksam machen. Bevor diese ganzen Gruppen auf mich eingewirkt haben und ich das gesehen habe, habe ich schon eine gewisse Grundkenntnis von den Quellen des Islam gehabt. Weil, und das ist der größte Vorteil, ich war verwirrt in dem Thema. Ich war verwirrt. Damals wurden mir Bücher gegeben, unter anderem von Ahbesh. Und ich habe gesagt, ja, was ist denn jetzt der richtige Weg? Ich war natürlich immer mehr auf, also ich war ehrlich gesagt immer mehr auf dieser Seite, aber trotz alledem, ich war verwirrt. Und deswegen weiß ich genau, was derjenige braucht, der verwirrt ist in dem Thema. Weil die Sache ist ganz klar. Am Ende kommt es immer so, die sagen, wir lügen, wir sagen, die lügen und du stehst dort und weißt nicht Bescheid. Es gibt drei Arten von Leuten. Die einen Leute, die mit uns sind, dann gibt es Leute, die mit ihnen sind, die sowieso nicht sehen wollen und dann gibt es Leute, die dazwischen sind, die die Wahrheit wollen. Was kann ich diesen Menschen mitgeben? Weil er hört von denen, wir lügen und wir sagen, die lügen. Was kann ich ihm geben? Ganz einfach. Wir müssen zurückgehen zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, und Wallahi, ich sage euch eins, ich garantiere euch eins, wer diesen Vortrag komplett guckt, ich denke, der wird 5 Stunden dauern, Allahu alam. Hier, ich gehe alles durch, wir haben Tabari hier, Qurtubi hier, Sahih Muslim hier, Sahih al-Bukhari hier, Muwatta al-Malik hier, Imam Shafi hier, Risala hier, Imam Nawawi hier, wir haben alles hier. Es ist kein Witz. Ja, ich rede nicht irgendwie, ich bin kein Papagei wie einige Leute, sondern ich habe dieses Thema genau studiert. Und wir haben die Bücher von Ihnen auch hier. So. Das heißt aber, wer wirklich will, und ich werde es ausführlich machen, weil mir kommt es auf die Leute an, die die Wahrheit wollen, die die Wahrheit sehen wollen. Und ich werde ihm heute Beweise geben, unwiderlegbar. Unwiderlegbar. Ganz klar und deutlich. Weil was ist hier das Thema? Der Prophet, wir können es ganz kurz fassen. Es geht nicht darum, welche Meinung gefällt mir besser oder was hört sich gut an für mich. Ach, das hört sich auch gut an. Ach ja, so, Allah ist weder in der Welt noch außerhalb der Welt, noch verbunden mit der Welt, noch getrennt von der Welt. Hört sich auch gut an. Habe ich zwar noch nie gehört. Perfekte Beschreibung des Nichts, aber okay. Ja, wenn, das ist ja das, was Sie sagen. Ja? Ich habe das mal meinem Vater gesagt. Was würdest du sagen, wenn ich erzähle, wir glauben an einen Gott, der ist nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt, nicht getrennt mit der Welt, nicht verbunden mit der Welt? Ich habe das meiner Mutter erstmal gesagt. Meine Mutter hat gesagt, wie? Wie, wo ist er denn? Und dann, dann hat mein Vater kommentiert und sagte, ja, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Ist die perfekte Beschreibung des Nichts, nirgendwo. Aber okay, wir kommen dann nachher zu, ist ja egal. So jetzt, aber trotzdem, ich sage, wie finden wir den wahren Weg? Der Prophet Sallam deutet darauf hin. Der Prophet Sallam sagt, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle, außer einer. Und dann sagt er, welche? Er sagt, die auf dem basiert, wie ich und meine Gefährten. Das heißt, wenn wir wissen wollen, ob wir richtig liegen, müssen wir nicht gucken, was hat der Imam vor 100 Jahren gedacht, sondern wir müssen fragen, was haben die Sahaba gedacht? Und im Speziellen sagt der Prophet in einem anderen Hadith, خَيْرُ نَاسِ كَرْنِي ثُمَّ لَذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ لَذِينَ يَلُونَهُمْ. Die besten Menschen sind meine Generation, dann die, die ihr folgen, dann die, die ihr folgen. Das heißt, wir müssen zurückgehen zu den Büchern, die uns sagen, wie haben die ersten drei Generationen, auch Salaf genannt, wie haben die an Allah geglaubt? Die Sahaba, die Tabi'in, das sind die Gefährten der Gefährten, der Gefährten der Sahaba, und die Tabi'in, die Gefährten der Gefährten der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie haben die geglaubt? Du musst dorthin zurückgehen und dann ist die Sache geklärt. Wie haben die Salaf geglaubt? Nicht, was gefällt mir gut, nicht, was hört sich gut an, nicht, ach ja, bei der Gruppe fühle ich mich wohl oder die Mehrheit der Muslime, alles uninteressant. Interessant ist, wie haben diese Leute geglaubt?